Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Reading zum Vollmond im Zeichen der Waage am 28. März. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ich wieder da bin. I'm back in the game, meine Lieben. Die paar Tage Erholung haben mir wirklich sehr gut getan und ich habe wirklich das Gefühl, ich konnte Energie tanken und ich freue mich jetzt auch wirklich wieder Readings für euch zu machen. Es hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Ich möchte ganz kurz für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet sind, erklären, wie sich das hier aufbaut. Diese astrologischen Readings, die ich mache, da erkläre ich am Anfang immer die allgemeinen Energien, die jetzt zum Beispiel hier zu diesem Vollmond für uns alle bereitsteht, welche Aspekte dieser Vollmond beleuchten will und erkläre quasi die Energien, die jeden von uns betreffen. Wen das nicht interessiert, der findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann er dieses Intro überspringen kann und wann es dann direkt losgeht mit der Legung für die einzelnen Elemente. Wir haben jetzt am 28. März den Vollmond im Zeichen der Waage und wir hatten in der letzten Woche den Equinox, also die den Frühlingsanfang, aber der Beginn des astrologischen Neujahrs mit dem Eintritt der Sonne in das Zeichen Widder. Und ich kann euch schon mal vorwarnen, meine Lieben, das gibt heute auf jeden Fall ein bisschen ein längeres Intro, weil es einfach sehr viel zu den aktuellen Energien zu sagen gibt. Und zwar, wie immer, meine Lieben, ein Vollmond schließt einen Zyklus ab. Und zwar immer den Zyklus, den der Neumond im gleichen Zeichen, also jetzt hier der Neumond im Zeichen der Waage, im Oktober war das, eröffnet hat. Waage ist das siebte Haus von Beziehungen und Partnerschaften, wo es nicht nur um Liebesbeziehungen geht, sondern generell um unsere zwischenmenschliche Beziehungen. Das heißt, auch Freundschaften können Thema sein, Eltern können Thema sein, Kinder können Thema sein, Chefs, Angestellte, ne? Alle Menschen, mit denen wir in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung haben. Und dieser Vollmond ist der erste Vollmond in diesem astrologischen neuen Jahr. Der ruft uns so ein bisschen auf, zurückzublicken und sich Gedanken zu machen, was ist so in diesem letzten halben Jahr passiert in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Wo stehen wir da? Die Waage ist im Tarot mit der Gerechtigkeit symbolisiert und die Gerechtigkeit hat sehr viele unterschiedliche Deutungsformen oder Deutungsvarianten. Zum einen geht es darum, eine gewisse Balance in seinem Leben zu schaffen, gerade jetzt im Hinblick auf zwischenmenschliche Beziehungen. Was ist in dem letzten halben Jahr passiert und wo fehlt mir vielleicht die Balance? Wo ist es nicht so, wie ich es mir vorstelle? Auch so eine Balance zwischen dem Innen und dem Außen. Lebe ich das, was ich fühle? Lebe ich das, was ich denke? Oder lebe ich das nicht? Lebe ich im Außen ein anderes Leben als das, was in mir stattfindet? Ein weiterer Aspekt, der mit dem Waagezeichen bzw. mit der Gerechtigkeit in Zusammenhang gebracht werden kann, ist Ehrlichkeit, Loyalität, Fairness. Bin ich in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen ehrlich? Bin ich ehrlich zu meinem Gegenüber? Bin ich ehrlich zu mir selbst? Führe ich Beziehungen, wie gesagt, egal in welcher Form, wo ich das Gefühl habe, mir steht jemand loyal gegenüber und bin ich diesemjenigen auch loyal gegenüber? Werde ich fair behandelt? Behandle ich andere fair? Das sind alles so Gedanken, zu denen uns dieser Vollmond aufruft, eben da nochmal so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen und sich zu fragen, was waren meine Beweggründe vor allem im letzten halben Jahr? Was hat sich in meinen Beziehungen und mit den Menschen, die mich umgeben, gezeigt? Und ist es das, was ich haben wollte? Ist es das, was ich möchte? Ist das etwas, was mir so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, ist das etwas, was mir Balance gibt? Ist das etwas, was sich stimmig anfühlt? Die Gerechtigkeit ist im Tarot auch immer so ein bisschen die Karma-Karte. Und Karma hat leider einen relativ negativ behafteten Geschmack, möchte ich mal sagen. Aber Karma bedeutet am Ende des Tages nichts anderes als ein Spiegel. Und da möchte ich auf das, was ich gerade schon mal gesagt habe, zurückkommen auf die Beweggründe. Das Universum oder beziehungsweise Karma ist der Spiegel vom Universum, wie du dich verhältst. Wenn du dich jetzt also fragst,
Oder wenn du jetzt deine zwischenmenschlichen Beziehungen in Frage stellst, dann möchte dieser Vollmond eben einen Augenmerk auf deine Beweggründe legen. Warum tust du etwas? Und also was ist die Absicht hinter deinem Handeln? Was ist die, ja, was sind die Beweggründe? Was, Entschuldigung, meine Lieben, ich muss wahrscheinlich wieder ein bisschen reinkommen in dieses Reading machen. Ist das zielführend, was du machst? Das ist alles so ein bisschen die Energie, die dieser Waage Vollmond eben beleuchten möchte. Ob das stimmig ist und wenn das nicht stimmig ist oder wenn du das Gefühl hast, meine ganzen Bemühungen, die ich in den letzten Monaten hatte oder ne, alles, was ich getan habe, das hat überhaupt nicht dahin geführt, dass ich in Einklang mit mir bin oder dass meine Außenwelt im Einklang mit dem ist, was ich mir wünsche oder was ich empfinde oder was ich denke. Dann ruft dieser Vollmond, ne, wie gesagt, Vollmond endet immer einen Zyklus, eben auch zu Entscheidungen auf. Denn ich sehe bei der Gerechtigkeit hier immer einen Richter, der eine Entscheidung trifft, die bestimmte Konsequenzen hat. Und genau das ist so ein bisschen der Hinweis zu diesem Vollmond. Hast du in den letzten 6 Monaten gute Entscheidungen getroffen? Haben sie dahin geführt, wo du hin möchtest? Hast du erreicht oder hast du das erreicht, wo du hin wolltest? Und wenn nicht, dann hinterfrag dich, warum. Und vielleicht musst du neue Entscheidungen treffen mit neuen Konsequenzen. Denn dieser Frühlingsanfang. Und ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Ich habe ja vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen zum Frühlingsanfang. Es geht darum, dass wir jetzt die Segel setzen für das komplette neue Jahr, dass das, was wir jetzt tun, und tun ist das Wort, auf dem wirklich der Fokus liegt, weil Widderenergie uns aufruft zum Handeln. Und Venus, als auch die Sonne, als auch Chiron sind im Zeichen des Widders. Und es geht darum, wirklich gute Entscheidungen für dich zu treffen. Entscheidungen, die am Ende des Tages diese Gerechtigkeit, diese Ehrlichkeit, diese Loyalität, diese Balance, dieses im Einklang sein, eben als Ergebnis zeigen. Ich habe hier noch zwei Karten. Ach Quatsch, meine Lieben, es tut mir leid, die Karte gehört gar nicht hierher. Das ist nämlich erst nächste Woche, nächsten Vollmond. Ich habe hier die Karte zum Vollmond im Zeichen der Waage rausgelegt. Und hier steht: A Win-Win-Outcome is forecast. Also ein Win-Win-Ergebnis steht dir bevor, beziehungsweise ist möglich für dich, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, wenn du ehrlich bist, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, wenn du die Konsequenzen für dein Handeln trägst. Und ich finde, das ist oder die ganze Energie, die uns gerade begleitet, das ist wirklich, ich finde, sehr vielversprechend, denn wir haben nun wirklich die Möglichkeit, Strippen zu ziehen, die Weichen zu stellen und eben auch die Segel zu setzen für den Weg, den wir gehen wollen oder für das, was authentisch für dich ist, für das, dass dein Handeln eben auch dahin führt, wo du gerne hin möchtest. So, gut, meine Lieben, so viel dazu. Ich habe im letzten Neumond-Reading ja die Sternzeichen Widder, Krebs und Jungfrau für die einzelnen Legungen gezogen. Wer es mitbekommen hat, mir ging es ja jetzt nicht die letzten Tage nicht so gut. Ihr werdet natürlich diese drei separaten Videos noch bekommen. Und natürlich ziehen wir jetzt noch drei weitere. Das heißt, 6 Sternzeichen werden in den nächsten Tagen eine eigene Legung von mir erhalten. Und dann schauen wir mal, welche drei Sternzeichen jetzt eben hier noch fallen möchten. Liebes Universum, welche drei Sternzeichen kriegen in den nächsten Tagen eine eigene Legung? Die Fische, die Hohepriesterin. Der Hierophant. Der Stier. Und der Stern. Okay, und meine Lieben, die Karten, die hier immer rausfallen, wenn sie passen, deute ich sie auch ganz gerne mit. Und genau das ist auch so ein bisschen diese vage Vollmondenergie. Was findet in dir statt? Ne? Hohepriesterin, innere Prozesse, das, was deine Seele dir sagt, das, was, ne, was in dir eben stattfindet.
Stimmt das mit dem Außen überein? Hierophant, ne? Die Werte, die Struktur, die Stabilität. Und wenn das nicht so ist, ne? Oder wenn da irgendwie Disbalance ist zwischen dem, was in dir stattfindet und zwischen dem, wie sich dein Leben eben gestaltet oder ne? Wie dein Leben eben ausschaut, was davon musst du heilen? Was davon musst du verändern? Wo musst du deinen Wünschen folgen? Wo musst du deine Wünsche umsetzen oder ne? Das tun, was eben in dir stattfindet, um dir eine neue Struktur im Außen zu erschaffen? Sehr interessant. Ach so, meine Lieben, ja, Wassermann, ne? Ihr werdet wahrscheinlich wissen, dass der Stern Wassermann ist. Also, die nächsten drei Sternzeichen, die noch hinzukommen, sind Fische, Wassermann und der Stier. Und jetzt noch zu guter Letzt, damit ich es nicht viermal sagen muss, meine Lieben. Wie immer, bitte spürt in euch hinein, ob ihr mit einer Legung in Resonanz geht, ob ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch angesprochen, das passt genau auf eure Situation. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn du nicht verstehst, was ich hier sage, wenn du überlegen musst, wie du das jetzt in dein Leben integrieren kannst, oder wenn du dich einfach nicht angesprochen fühlst, dann mach das Video einfach aus, beziehungsweise schau dir gern eine Legung der anderen Elemente an. Vielleicht ist da eine Botschaft drin, die besser zu dir passt. Denn dann ist das einfach nicht deine Botschaft. Tarot sollte dich immer nur in deiner eigenen Wahrnehmung, in deinem eigenen Bauchgefühl bestätigen und dir niemals irgendetwas einreden. Gut, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt geht's weiter mit den einzelnen Elementen. Bis gleich. Hallo, meine lieben Luftzeichen und herzlich willkommen zu eurem Vollmond-Reading. Ich möchte euch ganz kurz vorwarnen, ihr seid die letzte Elementegruppe, die ich heute abdrehe und ich spüre einfach gerade, dass ich doch noch nicht so ganz fit bin oder ja, dass mir so ein bisschen die Energie flöten geht, die ich heute Morgen beim Erstreading noch hatte. Deswegen bitte ich euch einfach um ein bisschen Verständnis für den Fall, dass ich heute langsamer rede oder dass es ein bisschen dauert, bis ich auf den Punkt komme. Ich bin einfach doch noch ein bisschen angeschlagener, als ich dachte. Aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich heute unbedingt dieses Reading für euch noch machen. Ich möchte heute eine Hauptenergie für euch aus meinen Weisheitskarten für Lebensentscheidungen, so heißt das Deck, ziehen, um zu schauen, wo diese Reise hingeht. Ich könnte mir auch vorstellen, meine Lieben, dass diese Waage-Energie, denn Waage ist ja auch ein Luftzeichen, für euch deutlich spürbar ist, dass ihr möglicherweise wirklich viel davon mitbekommt. Ich bin Wassermann-Aszendent, ich spüre diese Waage-Energie extrem, ne? Ich setze mich wirklich gerade extrem mit zwischenmenschlichen Beziehungen auseinander und mit den letzten 6 Monaten und na, versucht da so meine Erkenntnisse draus zu ziehen, versucht da Entscheidungen zu treffen, eben all das, was ich in diesem Intro gerade alles gesagt habe. Und vielleicht geht es euch ja auch so. So. Liebes Universum, ich hätte gerne eine Hauptenergie für meine Luftzeichen zu diesem Vollmond. Ordnung schaffen. Interessant, meine Lieben. Aufräumen. Und ich glaube, genau dazu ruft uns auch ruft uns dieser Vollmond auf. Wer sich das Intro nicht angehört hat, möchte ich an der Stelle sagen, hört es euch mal an, weil genau darum geht es gerade, ne? So eine gewisse Balance hinzukriegen wieder oder ne, so ein gewisses Gleichgewicht in seinem Leben, in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen zu schaffen, dass Ruhe einkehren kann. Und ich lese euch mal die Botschaft hierzu, die Beziehungsbotschaft, denn es geht ja um zwischenmenschliche Beziehungen, zu dieser Karte vor. Es ist Zeit, reinen Tisch zu machen, in dich zu gehen und auszusprechen, was in dir vorgeht. Räume mit dem Alten auf, damit ein frischer Wind Einzug halten und dich mit neuer Energie erfüllen kann. Es ist der perfekte Moment für eine innere Bestandsaufnahme, um herauszufinden, was zu dir und was nicht zu dir gehört. Wir alle bringen in unsere Beziehungen Altlasten ein. Schau dir deine Anteile an und lege davon ab, was du nicht mehr brauchst. Befreie dich vom unnötigen Ballast und deine Partnerschaft wird zu neuem Leben erblühen. Und meine Lieben, ich muss wirklich sagen, bei euch habe ich das Gefühl, greift wirklich diese Attribute, die ich eben in diesem Intro vorhin oder in diesem Fall gerade, ne, ihr werdet es ja wahrscheinlich gerade gehört haben,
wahrgenommen habe. So eine Bestandsaufnahme. Ein, ja, mir fällt kein anderes Wort ein, außer eine Bestandsaufnahme. Was ist in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen die letzten 6 Monate passiert? Und was muss hier verändert werden? Was muss hier aufgeräumt werden? Wo muss hier Ordnung geschaffen werden, damit, ne, damit da wieder ein gewisses Gleichgewicht herrscht? Liebes Universum, ich hätte gerne eine Botschaft hier für meine Luftzeichen. Page der Münzen. Die vier Stäbe. Die 3 Kelche. Und ich glaube, dass der Page der Münzen sich hier fragt, was hat noch Bestand in meinem Leben? Was tut mir noch gut? Was ist wertvoll und wichtig für mich? Und zwar nicht nur Partnerschaften, sondern wirklich auch Freundschaften, beziehungsweise generell das ganze soziale Umfeld. Wo gehört hier vielleicht aufgeräumt? Ich hätte gern mal gewusst, warum diese Ordnungsschaffen-Energie hier liegt. Weil das ist das... Das ist das, was ich hier wahrnehme mit dem Pagen der Münzen. Der schaut sich diese Münze an, der macht diese Bestandsaufnahme. Ordnung schaffen, Page der Kelche, Ass der Kelche. Wer gibt dir was zurück? Ich hätte gern noch eine Karte. Wow, meine Lieben, der Hierophant. Und ich habe das Gefühl, dass es hier ein bisschen um Beständigkeit geht, ne? Um Stabilität, um Halt. Ne? Wer gibt dir Halt? Wer ist da für dich? Wer öffnet sich dir? Oder wer, ich möchte jetzt mal sagen, wer ist da wirklich loyal an deiner Seite? Von wem kannst du etwas ziehen? Ich glaube, dass deine Beziehungen auf dem Prüfstand stehen, muss ich wirklich sagen, dass das Fundament, so, ich glaube, dass das Fundament deiner ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen gerade auf dem Prüfstand stehen und dass du die hier aufgerufen bist, wirklich, möglicherweise, liegt hier zwar noch nicht, aber mit dieser Ordnung schaffen Energien, eben auch aufgerufen bist, das, was nicht mehr Halt hat oder ne, das, was nicht mehr deinen Werten entspricht, das, was nicht mehr stimmig für dich ist, eben auch auszusortieren oder auszumisten, ne, Ordnung schaffen. Ich hätte hier gerne mal den Aber-Aspekt, weil bisher liegt nur, ja, ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, es tut mir leid, meine Lieben. Ich bin, ja, okay. Der Aber-Aspekt. 10 Schwerter, die Liebenden und das Rad des Schicksals. Und meine Lieben, ich muss wirklich sagen, ne, die Liebenden, ich bleibe jetzt mal nicht nur auf dem Beziehungsaspekt, wobei hier wirklich viel Beziehungs- und Liebesenergie liegt, aber hier liegen auch mit den 3 Kelchen Freundschaften. Manche Menschen schickt das Universum nur für einen bestimmten Grund, für eine bestimmte Lernaufgabe auf unseren Weg. Mag sein mit den 10 Schwertern, dass es vielleicht auch eine verdammt schwere Lernaufgabe war oder dass sie auf einem sehr ungemütlichen Weg daherkam. Aber die Kunst ist, herauszufinden, warum das Schicksal dir bestimmte Menschen, Beziehungen, Freunde, wie auch immer, auf den Weg geschickt hat, aber auch zu erkennen, wann es an der Zeit ist mit den 10 Schwertern, die ja definitiv für ein Ende stehen, und genau das ist Vollmondenergie, wann es Zeit ist, die loszulassen und weiterzugehen. Also definitiv hat es hier etwas, also ganz definitiv, will dieser Waage
Vollmond eure zwischenmenschlichen Beziehungen beleuchten und welche vielleicht auch wirklich in ihrer gegenwärtigen Form ausgedient haben. Das nehme ich so wahr mit den 10 Schwertern. Liebes Universum, ich hätte gerne noch eine Karte zu den 10 Schwertern. Dass manche, bei den 10 Schwertern sage ich gerne, man versucht ein totes Pferd zu satteln, ne? Was vielleicht einfach wirklich keinen Bestand mehr hat oder was einfach wirklich kein Fundament mehr hat, weiterzugehen. Oder ne, dass sie weiter Bestandteil, dass dieser Mensch, diese Menschen, wer auch immer, weiterhin Bestandteil deines Lebens ist. Eine Karte zu den 10 Schwertern. Die Königin der Kelche. Interessant, meine Lieben. Dass man manche Menschen vielleicht auch in Liebe loslassen muss, ist gerade so ein Impuls, den ich bekomme. Außer die 10 Schwerter liegt hier ja nur positive Energie. Das Ass der Kelche ist auch ne, so ein indirektes Versprechen auf einen Neuanfang. Es liegt hier, und das war in allen 4 Legungen bisher so der Fall, ne, Ende und Neuanfang. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen ins Aber bringt, ist diese Ordnung schaffen Energie. Dass man aufhören sollte, Kämpfe zu führen oder dass man aufhören sollte, vielleicht für jemanden zu kämpfen, der vielleicht aus einem anderen Grund auf deinem Weg gelangt ist. Ich hätte hier gerne noch eine Karte zu den Liebenden. Denn ich habe das Gefühl, das Rad will sich weiterdrehen für dich. So, Entschuldigung, meine Lieben. Jetzt habe ich tatsächlich gerade mal kurz unterbrochen, weil ich eine viel, viel, viel zu lange Denkpause gerade eingelegt habe. Ja, bitte habt einfach heute ein bisschen Rücksicht. Ich versuche wirklich mein Bestes, hier heute 4 Readings für euch rauszubringen, aber ich spüre einfach gerade, wie meine eigene Energie so ein bisschen dahin geht. Ich wollte jetzt hier gerne noch eine Zusatzbotschaft haben zu den Liebenden und zum Rat des Schicksals. Die 3 Münzen. Und ich glaube wirklich, meine Lieben, ich glaube, das, was hier liegt, hat was mit den Lernaufgaben zu tun. Ne? Die Liebenden als auch die 3 Münzen, beides Karten, die von Lernaufgaben sprechen. Jeder Mensch, der uns begegnet, egal wie lange er uns begleitet, egal aus welchem Grund er auf unseren Weg kommt, er spiegelt uns etwas, ne? Er lernt uns etwas, er hat immer eine Lernaufgabe im Gepäck. Jeder Mensch, der, ich sage jetzt mal, für einen gewissen Zeitraum in unserem Leben ist, kommt schicksalshaft. Ob das jetzt, ne, 10 Schwerter, das ist nicht immer leicht und das ist nicht immer positiv. Aber sie lernen uns etwas. Und das, was ich hier gesehen habe oder das, was ich hier wahrnehme mit diesem Ordnungsschaffen, mit dieser Bestandsaufnahme von Partnerschaften oder Liebeleien, Freundschaften generell, kann auch Familie sein, ne? Bestandsaufnahme von deinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Zeigen die oder diese Bestandsaufnahme zeigt dir, mit wem kann man weitermachen, ne? Mit wem kann man sich was aufbauen, wer ist da, um zu bleiben, das, was ich hier auch schon gesagt habe, wer ist da, um zu bleiben und wer ist es nicht, wer hatte lediglich, ne, eine, ich sage jetzt mal, spirituelle oder emotionale Lernaufgabe im Gepäck. Und bevor ich jetzt ins Extended einsteige, hätte ich gerne ganz kurz noch eine Botschaft hier zur Lernaufgabe, liebes Universum. Ich hätte gerne gewusst, was die Lernaufgabe hier ist. Die 7 Kelche. Und der Mond. Und das, was ich hier wahrnehme mit den 10 Schwertern und der Königin der Kelche. Also ich glaube tatsächlich, es gibt einen Menschen oder vielleicht auch mehrere Menschen in deinem Leben, der wollte, dass du dich mit deiner eigenen Gefühlswelt auseinandersetzt, mit deinen Ängsten, mit dem, was da unterbewusst in dir stattfindet, damit du hier aufstehen kannst. Hier gibt es auf jeden Fall einen Menschen, der dir vielleicht auf die harte Tour
etwas über dich selbst beigebracht hat. Ne? Das war der Grund, warum das Universum ihn auf deinen Weg geschickt hat. Aber ich habe auch wirklich das Gefühl, 10 Schwerter, Ordnung schaffen. Irgendwas sagt mir, dass du vielleicht akzeptieren musst oder erkennen musst, dass das möglicherweise die einzige Aufgabe dieses Menschen war, dich deiner eigenen Gefühlswelt näher zu bringen. Ne? Emotionale Heilung, emotionale Stabilität. Und dass es dann aber auch wirklich völlig in Ordnung ist, dass sich das Rad weiterdreht, möglicherweise ohne diesen Menschen oder in einer anderen Form. So nehme ich diese Energie tatsächlich wahr, meine Lieben. Und ich lasse das für den Moment so stehen. Ich habe hier natürlich ein paar Fragen und da werde ich jetzt auch gleich im Extended drauf weiter eingehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr bei Patreon beitreten könnt. Für diejenigen, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen, meine Lieben, ich sage es zum dritten Mal, das, was ich im Intro gesagt habe, die Bestandsaufnahme, die Rückschau, was ist in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen in den letzten 6 Monaten passiert, was für Konsequenzen, was für Erkenntnisse habe ich daraus, was muss ich verändern, wo bin ich hingekommen? Das ist das, was ich hier sehe. Ich sehe hier Erkenntnisse, die euch helfen, weiterzukommen. Ne? Ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen um die Definition von bestimmten Beziehungen oder von einer bestimmten Person. Vielleicht auch wirklich den Grund herauszufinden, warum diese Person da war, damit sich das Rad weiterdrehen kann. Also das, was hier mehr oder weniger unaufgeräumt war. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein war ist und kein ist ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Möchte nun finally aufgeräumt werden, damit, ne, damit es losgehen kann, damit was Neues kommen kann oder ne, damit das Rad sich weiterdreht, damit es weitergeht, die Reise. Also setzt euch wirklich mit. Ja, mit dem auseinander, was da in den letzten Monaten passiert ist, mit eurem spirituellen Wachstum, mit dem, was da in euch stattfand, mit dem, was euch Menschen gespiegelt haben. Und versucht, die Erkenntnis daraus zu gewinnen. Ich glaube, das ist der wichtigste Hinweis. Gut, meine Lieben, ich lasse das hier so stehen. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.